News und Talks für Gebildete. Ja, ist Fridays for Future und Greta Thunberg, sind sie auf die falschen Partner reingefallen, nämlich sind sie auf eine erzkapitalistische Organisation, die Scientists for Future, reingefallen. Also auf Apologeten der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus, der über Leichen geht weltweit. Und das wollen wir mal erläutern. Also erst einmal, all die Leute, die bei Scientists for Future sind, haben garantiert beste Absichten, haben soziale Absichten, sind gute Menschen. Und auch Dr. Eckart von Hirschhausen, bekannt aus dem ZDF, ist natürlich auch ein guter Mensch und hat gute Absichten. Aber wir haben ja schon ganz oft gezeigt, dass sozusagen im Kapitalismus jeder Mensch sozusagen glaubt, Gutes zu tun, auch dann, wenn er gerade über Leichenberge steigt. Also schauen wir es uns mal Stück für Stück an. Also erst einmal, wir argumentieren hier wissenschaftlich. Es geht um die wissenschaftliche Hypothese, ob Dr. Eckart von Hirschhausen und die Scientists for Future 2 einfach für die Menschheit schädlich sind und gefährlich sind, obwohl sie gute Absichten haben, und weil nämlich gut gemeint und oft das Gegenteil von gut getan ist, ja, und dass sie es gut meinen, unterstellen wir hundertprozentig, denn als Wissenschaftler würde man nie auf die Idee kommen, da irgendwie böse Absichten zu unterstellen, wie ein Verschwörungstheoretiker, ja, sondern das Böse geschieht im Kapitalismus aufgrund des Systems. Und das werde ich nachher beweisen, naturwissenschaftlich beweisen. Hier geht es um Beweise, Beweisführungen und nicht um pseudowissenschaftliches Geschwurbel. Ja? So, dann schauen wir doch mal. Hier, Ärztefehler und Betrug, Chronik der Medizinskandale. Dr. Eckart von Hirschhausen ist Arzt. Er ist also ausgebildet mit einer Ideologie. Manche sagen, dass die Medizin gar keine Wissenschaft sei, sondern eine durch und durch kommerzielle Pseudowissenschaft, die kommerziellen Zwecken dient sozusagen und nicht der Wahrheitsfindung. Und im Kapitalismus ist kommerziell immer eigentlich Unwahrheitsfindung, also das Gegenteil von Wahrheitsfindung. Ja, also ich würde auch die gesamte Medizin würde ich nicht zur Wissenschaft zählen. Das ist, hat nichts eigentlich bei der Wissenschaft nichts zu suchen. Bei echter Wissenschaft hätte es nichts zu suchen. Ja? Also Chronik der Medizinskandale. Geschädigt statt geheilt. Hier bei Google. Ne? Große deutsche Medizin- und Pharmaskandale. Raus aus der Sackgasse der Schulmedizin und so weiter. Hier Medizinskandal. Medizinskandale, bist du gesund, macht Pharma kein Geschäft, ja, das heißt, dass da gibt es hier einen Medizinskandal und so weiter. Geschädigt statt geheilt, große deutsche Medizin- und Pharmaskandale. Ja, so, und jetzt wollte ich euch noch eine Sache sagen, Medizinskandal, Krebs und so weiter, ja. Das wissen Naturwissenschaftler natürlich. Also als echte Naturwissenschaftler, wir haben ja die zweiten Scientists for Future 2 haben ja einige Ärzte dabei, die zu den Guten gehören, nämlich weil sie sich selbst hinterfragen können und ihr eigenes System hinterfragen und sich tiefste Sorgen über das Gesundheitssystem Deutschland machen und das deswegen unbedingt auch verändern wollen, ja, und gerne verändern wollen oder zumindest gerne sozusagen darüber nachdenken. Ich habe jetzt aber, suche jetzt noch was für euch. Hier, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ärzte durch falsche Studien getäuscht. Sitzt ihr Arzt tödlichen Studien auf? Das ist genau das, worum es geht. Also das müssen wir eigentlich versuchen, hier mal in die Rückmitte zu rücken. Vielleicht kann man das größer machen, mal gucken. Naja, nicht gerade allzu viel. Ärzte durch falsche Studien getäuscht. Jetzt kommen wir zur ersten naturwissenschaftlichen Beweisführung. Ja? Also, wir haben den ersten Schamanen, den ersten Vorarzt sagen wir mal so, es gibt einige Hinweise, dass der vielleicht so vor 170.000 Jahren gelebt haben könnte.
Professor Friedemann Schrenk liefert uns dazu Hinweise, dass es vielleicht dort gewesen sei. Hier haben wir die ersten zwei Schamanen, die Mutter oder Vater hier, war noch kein Schamane als Beruf, gab es schon einige Zeit Tauschhandel und so weiter wahrscheinlich. Und später entsteht dann auch der Fernhandel und so weiter in der Zeitskala. Und hier, aber so vor 170.000 Jahren vielleicht, plus, minus, streiten wir nicht über 100.000 Jahre, ja? Sondern ungefähr vor 170.000 Jahren kommen die ersten zwei Schamanen. Und der eine bleibt in allem bei der Wahrheit, führt Experimente und Studien durch und ist bei allem bei der Wahrheit. Und der kommt ganz schnell zu dem Schluss, dass man die von den Tauschhändlern gelieferte Ernährung, dass die oft zu Krankheiten führt, und er berät eben seine Kunden dahingehend, dass sie einfach die Krankheit ganz schnell loswerden, wenn sie sich unabhängig von den Lebensmittelhändlern ernähren, weil die sozusagen offensichtlich die Krankheiten fördern, ja? Und dann werden die Leute kerngesund, brauchen ihn nie wieder. Er geht im kapitalistisch-sozialmarktwirtschaftlichen Belohnungssystem geht er pleite, weil er hat die Leute richtig und wahrheitsgemäß beraten, und stirbt aus, weil er ein guter Arzt war. Und der andere Schamane, der also selbst seine Studien, falsche Studienergebnisse und seine Tests falsche Ergebnisse bringen, und der an seine Irrtümer glaubt, sozusagen, der verabreicht den Leuten jetzt wieder mehr oder weniger giftige Tränke und vergiftet die Bevölkerung, also sozusagen die Menschen. Dadurch, zum Beispiel, gibt er ihnen Schmerzmittel, die die Symptome unterdrücken, aber die Krankheit bestehen lassen. Dann erleben die Kunden, oh, dieser Arzt ist ganz toll, meine Krankheit ist weg. Ja? Dann kommt die Krankheit 4 Wochen später, nachdem die Wirkung der Schmerzmittel allmählich nachlässt, sozusagen. Und dann sagt der Schamane, nein, das ist jetzt eine neue Krankheit, die hat mit der alten nichts zu tun, sozusagen. Und der Lebensmittelhändler hat mit euren Krankheiten selbstverständlich auch nichts zu tun. Er glaubt diese gewinnbringenden Irrtümer, die Kunden kommen immer wieder, weil sie ja auch immer wieder krank werden und durch die Lebensmittelhändler auch immer wieder krank gemacht werden. Und dadurch kann er 2 Kinder ernähren, und dann dieses Kind kann schon 3 Kinder ernähren. Später, dann nach einigen Generationen, kann auch diese genetische Linie hier auch dann wieder 5 Kinder ernähren und so weiter. Und daraus entsteht die moderne Medizindynastie weltweit sozusagen. Und die fußt alle auf irreführenden, gewinnbringenden Irrtümern. Und diese mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik beweist unter den Rahmenbedingungen ökologischen Nischen der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus ist nichts anderes möglich, als dass sozusagen zwangsläufig die Medizin und die Lebensmittelindustrie uns gleichermaßen vergiften müssen. Es geht nicht anders, weil alles, was nicht vergiftet, sondern die Menschen auf den Weg der Gesundheit führt, sodass sie den Arzt nicht mehr brauchen, führt zum Aussterben solcher Ärzte und damit auch des Wissens solcher Ärzte. Und übrig bleiben in der Evolution der sozialen Marktwirtschaft zwangsläufig vergiftende Dinge, wobei alle es gut meinen, jeder dieser ganzen Dynastie. Wir unterstellen jedem Arzt, würde ich unterstellen, absolut allerbeste Absichten. Aber wenn er, jetzt kommen wir zurück zu dem Bild, wenn der Arzt tödlichen Studien aufsetzt, dann wird er töten, obwohl er es gut meint. Ja? Wenn Ärzte durch falsche Studien getäuscht sind, dann wird er töten, obwohl er es gut meint. Und das ist die Kerndiagnose. Also vergessen Sie bitte schön all die Fehldiagnosen des Kapitalismus, eines
einer Witzfigur wie die Karl Marx heißt, also der ist nichts anderes als eine pseudowissenschaftliche Witzfigur. Seine Diagnose ist völlig falsch. Der Kapitalismus ist tausendmal schlimmer, als Marx dachte. Der Kapitalismus führt automatisch zu einer über Leichen gehenden Industrie, die schmutzige Profite auf Kosten der gesamten Menschheit macht und auf der gesamten Erde über Leichen geht, über Leichenberge geht, ohne jemals eine schlechte Absicht zu haben, sondern mit allerbesten Absichten, also gut gemeint, wird die ganze Menschheit vergiftet und krank gemacht, geschädigt und die Umwelt zerstört und alles mit gut gemeint wird die gesamte Erde zerstört, das Klima zerstört, die Welt zerstört. Jetzt ist halt die interessante Frage, ob man mit solchen Erzkapitalisten, also Dr. Eckart von Hirschhausen, ich werde jetzt gleich aufzeigen, dass er in seinem Vortrag also eindeutig beweist, dass er dieses erzkapitalistische System, das uns allen schadet, für gut hält und unterstützt und so weiter. Und die Frage ist, ob die Scientists for Future nicht, obwohl sie es gut meinen, nicht dadurch, dass sie erzkapitalistisch denken, nicht einfach total schädlich für Greta Thunberg und die Fridays for Future sind, ob sie sich da nicht einen falschen Partner gesucht haben, der zwar allerbeste Absichten hat, aber den haben im Kapitalismus alle, aber leider das Falsche denkt und Falsche tut. Ja, und das Falsche glaubt. So, denn ich, also nochmal kurz, also den Kohlestopp 2026 bin ich sicher, dass den nur die zweiten Scientists for Future 2 können. So, jetzt gehen wir mal nach diesem Ausflug in die naturwissenschaftliche Beweisführung, gehen wir mal weiter und schauen uns mal an, was ich im Internet gefunden habe. Hier auf einem Instagram-Kanal. Das sind so Kanäle, die viele unserer Videos, die durch den Videoverteiler von den Ehrenamtlichen der zweiten Scientists for Future 2 überall rausgesendet werden. Gibt es verschiedene Kanäle, manche veröffentlichen nur alle paar Monate mal ein Video von uns und manche veröffentlichen vieles von uns und manche hier, dieser Kanal hat so ein paar Videos von uns veröffentlicht, ne? Und hier steht die haben jetzt hier ein Foto veröffentlicht. Und da steht, dieses Foto hier, ich mache das nur weg, die Maus, damit man das besser sehen kann. Hier dieses Foto hier unten. Die kapitalistische Medizinindustrie verlängert nicht Leben, sondern verkürzt es. Beweis dafür von Dr. Med-Gerd Reuter anhand der Daten des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden. Also das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden ist ja die einzige Instanz, der wir vertrauen, denn niemand zweifelt im Moment in Deutschland an, dass also unsere Wahlen jetzt um mehr als vielleicht 1 Prozentpünktchen durch Betrug beeinflusst werden oder durch Datenfälschung oder durch irgendwas anderes. Ja? Also einige sagen schon, dass in den Wahlbüros schon die eine oder andere Stimme weggeschmissen wird oder so, da also schon Wahlbetrug stattfindet. Aber es behauptet, glaube ich, niemand, dass es sich um mehr als 1 Prozentpunkt oder so vielleicht handelt. Ne? So, und jetzt steht hier, siehe zweites Video jeder Playlist. Siehe zweites Video jeder Playlist. Links siehe unsere Kanalinfo. Jetzt folge ich mal dieser Anweisung und gehe hier mal auf den Link. Dann sehe ich wieder einen Kanal, der wohl ein YouTube-Kanal, der viele unserer Videos veröffentlicht. Und dann habe ich ja hier irgendwie die die neuen Playlists, für die wir ja auch hier sozusagen das Intro besprechen sollten und was wir ja auch gemacht haben hier, was ich damals auch machen musste. Und da gehe ich mal da drauf. Und dann wird ja behauptet hier, da ist das Begrüßungsvideo, was ich damals für diese Kanäle auf deren Bitten gesprochen habe. Und hier auf der zweiten Stelle ist in der Playlist
ein, da steht, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis es hier überspringen geht, jetzt Werbung irgendwie bei Google Chrome. So, und das müsst ihr euch anschauen, weil es gibt 1000 Videos über Medizinskandale und so weiter. Aber das erste Video, wo Dr. Med. Gerd Reuter an den Daten des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden, also der einzigen halbwegs vertrauenswürdigen statistischen Instanz in Deutschland, nachweist, dass nicht nur seit einigen Jahren wir durch das Wirken der Medizinindustrie und der Lebensmittelindustrie immer früher sterben und natürlich auch des Feinstaubes und auch der Klimaerwärmung und so weiter. Das führt er alles auf, aber er führt alles auf, auch die Verkehrsunfälle, die ja auch ein zutiefst kapitalistisches Geschehen sind und so weiter. Und der Feinstaub, der unsere Gesundheit gefährdet, nicht nur gefährdet, sondern geschädigt. Und so weiter. Aber er beweist zum ersten Mal, also die anderen 1000 Videos vorher haben alle auch gesagt, also all die anderen Ärzte haben gesagt, die Medizin ist gefährlich, schädlich, Hacketal hat Bücher geschrieben, Vorsicht, Arzt und so weiter. Professor Hacketal, Julius Hacketal, könnt ihr nochmal nachlesen. Das ist alles seit Jahrzehnten bekannt, dass die kapitalistische Medizinindustrie schädigt. Ja? Aber dass also die Schädigung so weit geht, dass mittlerweile die Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung jetzt durch die Medizin runtergeknüppelt wird Richtung 75 bis vielleicht leicht über 80, also wieder runtergeht, weil die Wirkung der Medizin mittlerweile so schädlich geworden ist, dass die anderen Faktoren, die das Leben eher verlängern sozusagen in der Gesellschaft, es nicht mehr schaffen, den Schaden der Medizin auszugleichen und dass die konkreten Schäden der Medizin durch die Schulmedizin und so weiter jetzt regelrecht unsere Lebenserwartung anfangen runterzuknüppeln. Also dass wir, und das beweist er hier, das müsst ihr euch anschauen. Also ja, so, dann gehe ich mal weiter. Habe ich noch ein Bild hier? Ja, also dann, ach, die Lösung. Ich habe ja die Analyse da schon dargestellt. Also die zweiten Scientists for Future stellen ja zur Diskussion, die haben ja ganz viele Lösungsmodelle, wie wir zum Beispiel die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege machen könnten mit ganz verschiedenen Techniken, aber so die so ungefähr verdeutlicht, wie die Grundidee solcher Reformen ist, ist nämlich den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft zu beenden. Und die Grundidee wird deutlich an der Wohlfühlnoten-Wahlstimme, also Wohlfühlnote oder Wohlfühlnoten-Wahlstimme, die Gesundheitsdaten und die Wohlfühlnoten-Wahlstimme zusammengeführt werden, sozusagen im Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, der einzigen einigermaßen zuverlässigen Stelle, die wir haben in der Welt, und wo dann also 100%iger Datenschutz garantiert wird, sozusagen. Und dann vor allem ist es auch so, der Datenschutz, das muss ich vielleicht mal deutlich machen, der Datenschutz muss gar nicht 100%ig sein, weil es gibt niemanden mehr, der die Daten missbrauchen wollte. Ich zeige das mal. Also stellen wir uns vor, wir haben das neue System, dass alle Gewinne, also wir denken jetzt völlig neu, wir haben vorhin erklärt, wie die Evolution verläuft im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, wie sie negativ verläuft und uns alle umbringt oder schädigt. Ja? Denn wir haben ja 8 Milliarden Menschen,
weil sie uns eben nicht so, nicht schneller tötet, als dass der Kapitalismus Überbevölkerung generiert. Also der Kapitalismus, das will ich jetzt nicht erklären, das weiß ich natürlich genau, wie der Kapitalismus, weil ich das ja bei den zweiten Scientists for Future irgendwo schon gehört habe von denen, wie der Kapitalismus auch Überbevölkerung generiert. Also der Kapitalismus generiert aktiv Überbevölkerung und er generiert mehr Überbevölkerung, als er durch seine Kriege, die kapitalistischen Kriege und seine kapitalistische Medizin und Pharmaindustrie tötet und abschlachtet. Ja? Also dadurch gibt es diese Massenüberbevölkerung. Aber eben trotzdem tötet er und wenn Sie bedenken, dass der Zweite Weltkrieg 60 Millionen Tote war und so weiter, dann haben Sie immer die Tötungszahlen, nur dass der Kapitalismus auch gleichzeitig wieder mehr Überbevölkerung generiert, als er selbst tötet. Ja, aber jetzt kurz dazu, warum wird es keinen Datenmissbrauch geben? Weil es niemanden mehr gibt, der an den Daten interessiert wäre. Warum nicht? Ganz kurz nur gesagt, stellen Sie sich vor, in dem neuen System, dem postkapitalistischen System, wo also meine Wohlfühlnoten und meine Gesundheitsdaten über alle Verdienste entscheiden, und zwar ausschlaggebend entscheiden. Ja, es wird, ich will das System nicht nochmal wiederholen zum tausendsten Mal, ja, aber ganz kurz nur. Die Krankenkassen geben entscheidende, marktentscheidende und marktlenkende Gewinnzuschläge, wenn ein Akteur der Wirtschaft sozusagen meine Gesundheit messbar verbessert und mein Wohlfühlnoten messbar besser werden im Kontakt mit einem Akteur, dann schüttet die Krankenkasse, meine Krankenkasse an diesen Akteur einen ganz hohen Gewinnzuschlag aus, der den Markt entscheidend wird, weil dann dieser Akteur überlebt, also hier der, das ist der Akteur, der mir wirklich nutzt und mir nicht mehr schadet, der also antikapitalistisch ist, also das Gegenteil der kapitalistischen Logik ist, also ein wahrheitsorientierter Arzt und ein wahrheitsorientierter Lebensmittelhändler. Und da die beiden meine Wohlfühlnote gut verbessern, sozusagen, gibt es von der Krankenkasse den entscheidenden, marktentscheidenden Gewinnzuschlag, sodass dann derjenige Akteur auf dem Markt, der nicht bereit ist, seine gewinnbringenden Irrtümer aufzugeben, der bei seinen Kunden ja schlechte Wohlfühlnoten generiert und schlechte Gesundheitsdaten generiert, der wird aussterben und pleite gehen, weil das neue System ja genau auf dem Kopf steht, vom Kopf auf die, hier meine Hand, vom Kopf auf die Füße gestellt ist gegenüber dem bisherigen System sozusagen. Und das bedeutet jetzt, welche Firma könnte denn mit den Daten im Statistischen Bundesamt Wiesbaden Missbrauch treiben wollen, wenn jeder Missbrauch durch Aussterben genau dieser selben Firma bestraft würde in diesem System? Also wird es keinen Daten, wie sagt man, keinen Datenmissbrauch geben. Es wird noch nicht einmal den Versuch des Datenklaus geben, auch wenn der dann durch eine Art Fort Knox-Situation sozusagen mit auf Papier festgehaltenen Assoziationen zwischen Nummern und Namen sozusagen, da wird diese Fort Knox-Situation wird niemand angreifen wollen, weil niemand auch nur einen Euro verdienen kann, wenn er mein Wohlfühlen schädigt in Zukunft. Ja? Das heißt also, es wird keine Gewinnmöglichkeit mehr geben durch Datenmissbrauch und wir können eigentlich den Datenschutz, eigentlich könnten wir ihn sogar lockern, weil niemand mehr wird in Datenklau investieren, weil er da nur Zeit verliert und sein eigenes Unternehmen ruiniert. Das ist der naturwissenschaftliche Beweis dafür, dass also auch die Wohlfühlnotenwahlstimme, dass es gegen die gegen eigentlich keinerlei Bedenken geben darf aus wissenschaftlicher Sicht, weil Datenmissbrauch unmöglich wird durch den Systemwandel. Ne? Im Kapitalismus ist Datenklau wertvoll, im Postkapitalismus ist Datenklau wertlos. So, und jetzt mal schauen. Ich lese mal vor. Hirschhausen,
jetzt mache ich mal ein schöneres Bild hier, das ist ja nicht so schön hier. Haben wir nicht irgendwas Schönes hier? Nee, das ist auch nicht schön. Na, vielleicht zeige ich den gerade nochmal. Christian Zimmermann ist ja auch ein Arzt, nicht Dr. Gerd Reuter. Und Christian Zimmermann, der ist ja auch ein weiser Mann, ein Weiser mit EIS, also weise, klug und weise, ein kluger und weiser Mann. Und er schreibt ja auch, sagt ja damit auch schon alles. Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Er führt ja all die Daten auf und so weiter. Das ist ja, wissen wir ja alles schon lange. Ne? Das ist ja alles schon lang bekannt. So, aber ich wollte doch jetzt mal schauen, wo sind denn die schönen Bilder hin? Habe ich die etwa aus Versehen zugemacht? Habe ich die, ja irgendwie, irgendwas ist schief gegangen. Naja, dann bleiben wir doch hier bei Greta. Ja, also Greta, das geht ja schließlich um die Schlüsselfrage, ob Greta auf erzkapitalistische, gutmeinende Gutmenschen reingefallen ist, die es zwar gut meinen, aber eben keine Ahnung von Wissenschaft haben und deswegen eben von Naturwissenschaft haben und deswegen erzkapitalistische Schäden anrichten und eben die falschen Partner sind. Also Hirschhausen ist Teil des Problems, nicht der Lösung. Manche Kanäle, die also neuere Videos, ach so, das habe ich ja schon gesagt, dass eben da sogar schon das Video vom Reuter mit in manche Playlists aufgenommen wurde. Das habe ich ja eben gezeigt. So, der Größenwahn, eine erzkapitalistische, über Leichen gehende und schon immer tötende Großindustrie, nämlich die Medizinindustrie, sei die Ursache für Lebensverlängerung, dem folgt Dr. Eckart von Hirschhausen. Er lebt wirklich in dem Größenwahn in seinem Vortrag, das Klima würde töten. Und die Medizin wäre der Helfer und der Guttuende. In Wirklichkeit ist es so, dass die Medizin wesentlich mehr Menschen getötet hat, als der gesamte Klimawandel der letzten Jahrzehnte je zusammen getötet hat. Also die Zahlen sind wahrscheinlich 1% zu 99%. Ja? 99% Medizintote und 1% Klimatote. Ja? Also während eben Dr. Med-Gerd Reuter beweist, die kapitalistische Großindustrie war schon immer lebensverkürzend. Nur dass eben der Kapitalismus auch der größte Generator von Überbevölkerung ist. Ne? Deswegen sehen wir das nicht so. Und dadurch, dass wir zeitgleich mit dem Aufkommen der modernen Medizin, Pseudowissenschaft, Medizin sozusagen, hatten wir Verbesserungen in der Gesellschaft, die tatsächlich dazu führten, dass wir zu dem natürlichen Sterbealter von 127 wieder etwas näher gekommen waren. Wir haben also die schlimmsten Sachen, also zum Beispiel alle möglichen Dinge wie Kriege oder frühe Kindersterblichkeit oder solche Dinge, haben natürlich verkürzt oder dass wir überall in unseren Städten durch Kot gewartet sind und so andere Dinge, ja, oder dass uns die Pestflöhe und dass wir katastrophale Ernährungsverhältnisse hatten und so weiter, die also noch schlimmer sind als die heutige Lebensmittelvergiftung, die wir heute bekommen. Also wir hatten früher einseitige Ernährung, die so viel Vitaminmangel erzeugt haben oder zur Folge hatten, dass wir deswegen so drastische Lebensverkürzungen hatten und dadurch, dass einige Dinge sich positiv in den Gesellschaften verändert haben, einige technische Dinge und dann auch die Vitaminlage sich trotz der Negativentwicklung der Lebensmittelindustrie doch tendenziell positiv entwickelt hat, ja, dadurch sozusagen sind wir ein bisschen näher dem natürlichen Sterbealter von 127 gekommen und jetzt knüppelt uns die Medizin durch ihre krankmachende Wirkung und tötende Wirkung jetzt wieder zurück, wieder weg von den 127, ja? Dafür sprechen alle Daten, die auch Dr. Med-Gerd Reuter ja vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden zitiert, ne? So,
Wir haben die Chance, dass Sie, die heute, da, ja, das sagt Dr. Eckart von Hirschhausen, wir haben die Chance, dass Sie, die heute geborenen Kinder, 100 Jahre alt werden. Das sagt er wirklich, während zeitgleich Dr. Med. Gerhard Reuter nachweist und aufweist, dass wir eher mit Ende 70 dass die heute geborenen Kinder eher mit Ende 70 rechnen sollten, vielleicht mit Anfang 80, aber weit gefehlt von 100 Jahren. Aber das ist eben dieser Größenwahn und Aberglaube einer erzkapitalistischen Schulmedizin. Ne? Und da zeigt er ganz deutlich, wie realitätsfern er ist, obwohl er es gut meint. Ich betone immer wieder, er ist bestimmt ein guter Mensch, ein Gutmensch und alles, ja. Aber das reicht eben nicht. Ne? Auch Gutmenschen können töten und über Leichen gehen. Ja, und er meint dabei eben auch, bei diesem 100 Jahre alt werden, meint dabei auch, dass die segensreiche Wirkung seiner eigenen Medizinindustrie versucht damit die altbekannte Propaganda, Klima tötet, Medizinindustrie rettet. Dabei ist die Wahrheit, Klima tötet, kapitalistische Medizinindustrie noch viel mehr. Ja. So, dass das Gesundheitswesen zu reformieren, rettet sofort, was ja die Scientists for Future 2 sofort machen wollen, um daraus dann die Gelder für den Kohlestopp 2026 zu generieren sozusagen und einzusparen. Also das Gesundheitswesen zu reformieren, rettet sofort viel mehr Menschenleben als die Reform des Energiewesens, die natürlich auch nötig ist. Denn ich will auch nie wieder Feinstaub einatmen. Ich werde hier getötet, also angegriffen gesundheitlich durch massivsten Feinstaub, der aus den fossilen Verbrennungen kommt. Ne? Also, da stellt sich also einer hin mit Hirschhausen, dessen eigene Industrie Abermillionen tötet und getötet hat und jammert über die paar Tausende, die Energieindustrie tötet. Hören wir erstmal auf, als Medizinindustrie zu töten, machen wir eine postkapitalistische Medizinindustrie und dann hören wir auf zu töten. Nein, sondern er lenkt quasi ab auf die Energieindustrie, die wir natürlich auch reformieren müssen. Ne? Er glaubt, die gewinnbringenden Irrtümer derjenigen Industrie, die ihn einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Er glaubt also, die gewinnbringenden Irrtümer derjenigen Industrie, die ihn einer Gehirnwäsche in seiner Ausbildung unterzogen hat. Und das ist naturwissenschaftlicher Fakt halt. Ne? So, die soziale Marktwirtschaft zwingt, ja, jetzt kann ich das nicht lesen, zwingt die Industrie, also das habe ich aber vorhin noch mal abschließend ganz kurz, die soziale Marktwirtschaft zwingt, das habe ich ja vorhin bewiesen naturwissenschaftlich, dass die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, ich benutze das ja immer synonym, weil das ist alles nur Wortklauberei, die Feinheiten da Unterschiede. Ja. Die soziale Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus zwingt die Industrie zur Herstellung giftiger Nahrung und giftiger Medikamente. Punkt. Ja. Das erzkapitalistische System geht über Leichen im In- und Ausland und Fridays for Future fördert nicht nur das Aufhören des Überleichengehens im Inland, sondern auch im Ausland. Und das geht nicht mit Erzkapitalisten. Ja? Also nochmal ganz klar zu machen. Also hier, wir müssen uns einmal klar machen. Also erstmal, früher sind die Länder. Also lieber Greta, hör mal zu, hör mal, listen to the science, hör mal auf echte Wissenschaft. Also Greta, ja, hier hör doch mal zu, echter Wissenschaft, ne? Listen to the real science, ne?
seit Jahrhunderten, in den letzten Jahrtausenden und Jahrhunderten, hat jeweils die westliche Welt, haben die Länder der westlichen Welt, also auch Deutschland, Europa, USA und so weiter, sind hingegangen, haben die nordamerikanischen Indianer abgeschlachtet, haben die in Afrika die Massen von Leuten versklavt und rübergekarrt in die USA. Wir haben die südamerikanischen Indios ermordet und umgebracht und so weiter. Ja? Also der ganze Kapitalismus ist ein erstmal andere Menschen tötendes System und andere Länder tötendes System. Das ist sonnenklar und das ist absolut bewiesen. Ja? Und jetzt neu ist halt noch, dass der Kapitalismus, neu ist ja diese naturwissenschaftliche Beweisführung, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, die also zwingend beweist und anhand des Naturgesetzes von Variation und Selektion, Mutation und Selektion des Naturgesetzes von Sir Charles Darwin und Alfred Russel Wallace, den beiden Evolutionsdenkern sozusagen, dass also dieses Naturgesetz beweist, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft auch im Inland über Leichen geht und tötet. Und die Fridays for Future, Greta, ihr fordert ja eigentlich hier, ihr liebe Greta, ihr fordert ja, dass quasi es nicht nur in Deutschland die Energieindustrie die Leute töten, aufhören soll zu töten durch Übererwärmung, also durch Klimaerwärmung und Übererwärmung und Überhitzung. Und durch die Feinstäube und also all die anderen Dinge. Ihr fordert also nicht nur, dass im Inland, in Deutschland aufgehört werden soll mit dem Überleichengehen, sondern dass der Kapitalismus auch noch, anstatt die anderen Länder, wie er es bisher seine Gewohnheit ist, zu töten und umzubringen, anstatt dessen dann jetzt plötzlich die anderen Länder beschenken soll, heilen soll, reparieren soll und so weiter. Also genau das Gegenteil von dem, was er bisher gemacht hat. Ihr glaubt wohl an den Weihnachtsmann, ihr glaubt an den Osterhasen. Wie soll denn der Kapitalismus und wie sollen diese erzkapitalistischen Scientists for Future, die es bestimmt gut meinen, aber eben ja erzkapitalistische Denker sind sozusagen, wie kommt ihr auf die Idee, dass die in irgendeiner Weise euch helfen könnten, also bei dem Ziel, dass irgendwann auch die gesamte Welt gerettet ist. Also ich empfehle euch sowieso dringend, euch erstmal darauf zu konzentrieren, dass wir erstmal Deutschland retten vor dem Kapitalismus und vor der Überhitzung und vor dem Feinstaub. Und dafür müssen wir schon die soziale Marktwirtschaft in Deutschland beenden. Und dann gucken wir, dass wir nach und nach auch die gesamte Welt geheilt kriegen, ja, weil das müssen wir ja auch, denn sozusagen, wir kriegen ja das Klima, das Erwärmungsproblem. Den Feinstaub können wir vielleicht in Deutschland ein gutes Stück reduzieren, aber das Erwärmungsproblem kriegen wir ja nur hin, wenn dann auch die ganze Welt besser wird und gesünder wird und so weiter. Und das wollen ja auch die zweiten Scientists for Future 2, haben ja genau das vor. Ja, also ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich glaube, es ist alles Erschreckende gesagt. Also liebe Fridays for Future, also liebe Zuhörer, sprecht mit den Orga-Teams von Fridays for Future, sprecht mit den Greta Thunbergs Deutschlands und Österreichs und der Schweiz und versucht, die zur Vernunft zu bringen. Es gibt, ihr könnt ja ruhig die Partnerschaft mit den Scientists for Future weiterführen, aber nehmt einfach einen neuen Zweckbündnispartner mit dazu, die zweiten Scientists for Future 2. Dann kriegt ihr nicht nur den Kohlestopp 2026 in Deutschland oder 27, also je nachdem, ihr habt ja schon fast ein halbes Jahr Zeit vergeudet und ihr kriegt 900 Milliarden fürs Klima innerhalb von 7 Jahren und wir kriegen die Beendigung des Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft, den sanften, behutsamen Ausstieg. Das Einzige, was ihr nicht kriegt von den Professoren, ist eine Totschlagrevolution, wo ihr die Reichen totschlagt und selber Tyrannen werdet und neue Stalins und neue Maos werdet und eine Blutspur hinter euch herzieht. Da kriegt ihr keine Unterstützung von den zweiten Scientists for Future 2. Aber für alles andere, ja. Tschüssi.